Hallo und herzlich willkommen bei Rotopia. Heute geht es darum, wie dich Energie um dich herum beeinflussen kann. Manchmal kann es ja sein, dass du ganz normal durch den Tag gehst, alles ist wunderbar und dann aus irgendeinem Grund fühlst du dich irgendwie ein bisschen merkwürdig und hast keine Ahnung, woher das kommt. Hast du schon überlegt, war das das Abendessen von gestern? Nein, war es auch nicht. Du hast keine SMS bekommen, du hast nichts gesehen, das dich irgendwie beeinflussen könnte und trotzdem ist auf einmal alles so gut wie anders. Und da bist du nicht verrückt, das gibt es wirklich. Es gibt ganz viel Energie, die einfach so fein ist, dass man das nicht unbedingt sofort merkt, dass es daher kommt, die uns beeinflusst. Und darüber möchte ich mich heute mit Christine Bertli unterhalten. Die ist Transformationscoach und beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem ganzen Thema. Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, hier da zu sein. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, ich bin die Christine. Ich arbeite als Transformationscoach und begleite schon viele Jahre Menschen zu sich selbst zu finden und durch die Musterverhalten, die wir alle haben, durch irgendwelche Systeme, durch irgendwelche Funktionsformen, die wir uns so angeeignet haben, wirklich wieder sich selber zu spüren, wieder zu spüren, was will ich denn eigentlich, wo will ich denn hin, wie fühle ich mich denn eigentlich an. Und da haben wir eben ganz viele Strukturen, durch die ich durchbegleite und eben durch meine Art zu sehen, meine Art zu spüren, damit mit Reise in diese Welt, man selbst zu sein, sich selbst zu spüren, sich selbst auszudrücken. Das ist so meine Arbeit, mein Wirken seit einigen Jahren jetzt. Und da hast du, ich habe sie schon in der Einleitung gesagt, ja, es kann schon sein, dass man einerseits, wie du gerade erwähnt hast, da aus seinen Gewohnheiten sich in gewissen Arten und Weisen verhält. Aber manchmal kann es auch sein, dass es einfach irgendwas von außen ist, das einen da beeinflusst. Wie kann man sich das denn vorstellen? Am einfachsten ist es zu erklären, dass wir ja mit ganz viel Energie umgeben sind. Jeder Einzelne. Und das können wir ja auch selber, wenn jetzt jemand sich damit noch nicht befasst hat, hat für sich selber auch ein Gefühl, wie nah darf jemand zu mir kommen. Also wenn du jemanden nicht kennst, der muss einen gewissen Abstand halten. Wenn derjenige zu dicht an dich rankommt, bist du am Zurückweichen. Und das ist halt die Energie, die wir um uns haben, die einfach da ist. Und das ist in allem, in allem, dem wir begegnen, ist Energie. Mhm. Und so haben wir auch im Großen einfach Energie aus dem Universum überall, sind Energieschwingungen. Wir kennen das von unserem Elektrosmog. Das ist ja mittlerweile in jedem angekommen, dass es das gibt. Es ist Energie, die ist nicht zu sehen. Und da gibt es eben mehr als das, was wir mittlerweile so im Allgemeinen benennen. Und ich glaube, da ist es am ehesten für jeden greifbar, dass wir, wenn wir jemand begegnen, einfach einen gewissen Abstand halten. Natürlich sagt man, das ist, muss man einfach. Aber wie gesagt, probier es einfach mal aus, wenn du jemand zu nahe kommst, der weicht einfach zurück. Und das ist die Energie, die zwischen uns eben auch ist. Man spürt das ja auch, wenn man manchmal in einen Raum hineinkommt und die Stimmung dann, ohne dass man überhaupt weiß, was los ist, total drückend ist oder irgendwie heiter. Und da muss man nicht mal die Menschen kennen, die da drinnen sind oder deren Gesichter sehen, aber man spürt es. Ich habe früher in der Flugsicherung gearbeitet und wenn dort so richtig viel los war, bin ich reingegangen und ich habe die Anspannung gespürt. Und an Tagen, wo nichts los war, und ich wusste, bevor ich da die Tür aufgemacht habe und in den Raum reingegangen bin, ja nicht, was los sein wird, ist da gerade viel zu tun oder nicht, keine Ahnung. Und ja, an manchen Tagen war es total locker und entspannt, und an anderen machst du die Tür auf und denkst nur, puh, okay, heute können wir uns alle anschnallen. Genau. Und das ist eben die Energie, von der wir heute sprechen. Es gibt so eine, ich nenne es einfach kollektive Energie, so Energiebewegungen, Energiewellen, die uns alle berühren.
Das hat ja jeder schon mal. Heute sind es irgendwie alle so ein bisschen kirre im Kopf. Man steht morgens auf und denkt, was ist denn heute los? Die Autos auf der Straße, die hupen sich an, das ist so ein bisschen alle gestresst, das ist irgendwie, keine Ahnung, in der Firma ist irgendwie jeder so aufgewühlt. Also es geht irgendwie, es gibt so Tage, da denkt man, was ist denn heute los? Am besten wieder ins Bett und sich hinlegen und nichts tun. Das kennen wir alle. Und dann fragt man sich, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und das sind eben die Energien, die uns auch beeinflussen, die wir nicht sehen, die uns aber beeinflussen. Und ich selber empfinde sie nicht für negativ, dass ich denke so, boah, ich muss nur warten, bis es wieder vorbei ist, sondern ich empfinde es als etwas, wo eine Bewegung in uns in Gang setzt von Dingen, die wir sonst im Alltag einfach schön nach unten drücken, wegdrücken, nicht sehen wollen, weil wir ja beschäftigt sind mit ganz vielen anderen Dingen im Außen. Und manchmal gibt es so Wellen, die sagen so, jetzt atme mal durch und spür dich einfach mal und schau mal, was gerade eben in dir hochkommt. Das sind dann so diese verrückten Tage, wo wir immer dann sagen, heute ist irgendwie nicht mein Tag, heute irgendwie funktioniert gar nichts, heute ist irgendwie, keine Ahnung, fühle ich mich nicht wohl. Das sind diese Energie, weil das geht manchmal im Kleinen, dass man das nur für sich spürt und eben manchmal im Großen, dass man denkt, oh, heute sind alle irgendwie so ein bisschen kirre. Manchmal kann es ja auch sein, dass es am Mond liegt. Aber dann schaut man auf den Mondkalender und es ist nicht Vollmond. Yeah. dann weiß man ja wirklich nicht mehr, was jetzt los ist. Und ich glaube auch, dass wir dadurch, dass wir von so vielen Einflüssen umgeben sind, von dem Moment, wo wir aufwachen und vielleicht dann gleich mal aufs Handy schauen, dass wir dadurch dieses Feingefühl nicht so sehr ausgeprägt oder trainiert haben, um eben uns da zu überlegen, Moment mal, könnte das vielleicht so eine kollektive Energie sein, sondern wir lassen uns schon beeinflussen durch das, was wir gleich mal am Handy sehen, durch das, was wir im Radio hören, im Auto vielleicht, durch die ganzen Plakate links und rechts, überall in den Straßen, durchs Fernsehen oder durch, gibt's ja auch, Gott, jetzt klinge ich, als wäre ich vom letzten Jahrhundert, da gibt es ja auch so Videoplakate. So, wie heißt denn das? So, Videowerbungen? Ja. Ja, diese Dinger, die einfach auch noch alle auf uns einschreien durch Bild. Und ich für mich ist das nicht anstrengend, wenn ich mich dem die ganze Zeit so aussetze. Ich bin dann oft nahezu mit Scheuklappen unterwegs, wenn ich in der Stadt bin, weil mir das zu viel wird. Und wenn jetzt dazu noch was kommt, das man nicht hören und nicht sehen kann, dann ist es überhaupt ganz aus. Aber es ist schön zu hören, dass du sagst, du siehst es gar nicht negativ. Wie gehst du denn um, wenn es dir mal so geht? Also ich bin da mittlerweile sehr schnell geworden. Mhm. Ich habe quasi so meinen Atem mit integriert in diesem Prozess, wenn so Wellen sind. Also das, da finde ich den Atem, der ist großartig, der ist immer dabei. Da musst du nichts irgendwie anderes mitnehmen, da musst du nicht irgendwie groß was können, das passiert einfach allein. Nur, dass es tagsüber immer unbewusst ist. Und wenn du den Atem bewusst einsetzt, dass du ihn spürst, dass du bewusst ein- und ausatmest, kannst du nirgendwo anders sein als gerade eben hier, bei dem Körper, bei dem, was hier passiert. Was das Problem ist bei diesen Energiewellen, dass bei den meisten dann immer noch mehr im Außen geschaut wird, immer noch mehr im Außen denkt, boah, das stresst mich auch, das ist jetzt zu viel. Und dann ist dieses, ich fühle mich einfach noch viel, wie soll ich sagen, noch viel intensiver. Dieser Stress, dieses Aufgewühltsein und dieses, dann ist irgendwie, was ich, mein Partner ist gerade irgendwie, ich kriege das gar nicht hin, du bist gerade doof, das Kind ist total stressig, wo man dann noch wieder versucht, es irgendwie hinzubekommen, im Supermarkt schreit es rum oder keine Ahnung. Und dann ist im Außen ganz viel da, wo man sich dann versucht irgendwie, das muss ich erstmal hinbekommen und dann geht es mir wieder besser. Deswegen bin ich, da sammle ich mich in mir selber. Da schaue ich, wie fühle ich mich gerade eben? Was fühle ich denn gerade eben? Also ich
distanziere mich damit so ein Stück von dem Außen, weil das Außen kann nichts dafür, wie ich mich fühle. Das Außen ist in dem Spiel, was ich gerade eben wahrnehme. Und wenn du dich eben dann mal nur für einen Moment bei dir sammelst, und das kannst du eben mit dem Atem, mal kurz zu fragen, fühle ich mich denn gerade eben? Wo kribbelt es irgendwie in mir? Wo bin ich nervös? Wo bin ich eng? Habe ich mich gerade eben auch verschlossen? Das ist auch dann eben auch das Problem, dass man sich dann eng macht und zumacht, weil eh alles zu viel ist. Und dadurch dieses ich fühle mich selbst und ich kann selbst was verändern, sich total verwirrt. Wenn man sich zumacht, dann ist man ohnmächtig. Also kann eben dann auch nichts verändern. Und es eben in sich dann reinzufühlen und sich dann nur für einen Moment mal die Frage stellen, fühle ich mich denn gerade eben? Was passiert denn da gerade eben in mir? Und das nicht wegdrückt. Das ist das, wo ich gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz extrem spüre. Es ist auch fast nicht mehr wegzudrücken. Also das ist irgendwie da, deswegen sind ja viele, die sagen, was kann ich denn eigentlich machen? Und zweifeln in dem ganzen System, wo sie hängen, weil sie es nicht mehr wegdrücken können. Und wenn man dem nur mal Raum gibt und sagt, wie fühle ich mich denn gerade, unabhängig von dem, was da außen gerade alles passiert, was mich dann nervt, was ich nicht mag, was zu viel ist, nur mal hier, dann kommt es in Bewegung. Und das ist das, was ja diese Energiewelle oder diese Schwingung möchte, dass es in Bewegung kommt. Und du wirst merken, wenn du dem nur mal Raum gibst, wie gesagt, bei mir geht es mittlerweile sehr schnell, vielleicht einfach sich mal für einen Moment zurückzuziehen für 10 Minuten, wenn es schön ist, sich vielleicht abends auch mal hinzusetzen und das zu spüren. Und das nur mal schwingen lässt, wie du dich gerade eben fühlst, ist der ganze Stress im Außen weg. Der ist einfach weg. Und dann kannst du wieder, wenn dein Alltag funktioniert, weiter, dann auch einfach mit diesem, okay, so fühle ich mich gerade alles, das muss ich nicht alles wieder nach außen projizieren, ich lasse das jetzt einfach mal in mir und dann regle ich die Dinge, die im Außen einfach sind. Und das dann vielleicht mal eben mit nach Hause zu nehmen und sich abends oder morgens hinzusetzen und dem nachzugehen, warum fühlt sich das für mich denn so schlimm an? Was kommt denn da eigentlich in mir hoch? Was will ich denn vermeiden? Das sind dann natürlich dann die Fragen, die man sich dann stellen kann, wenn man in den eigenen Prozess gehen möchte. Und hast du beim Atmen da eine bestimmte Technik oder fokussierst du vielleicht auf Bauchatmung oder irgendwas? Oder beobachtest du einfach deine Atmung so, wie sie in dem Moment ganz von selbst ist? Genau, erstmal beobachte ich einfach nur mal die Atmung, weil meistens atmen wir dann auch flacher. Und wenn man das erstmal bewusst spürt, wo man gerade eben im Atem ist, ist es ja schon so, wow, mache ich mich gerade eben eng. Und ich finde es ganz wichtig, das zu fühlen, nicht zu fühlen, sondern und nicht irgendwie jetzt atme ich tief und dann ist alles gut, weil das ist ja eben, wir haben ja unsere Begrenzungen. Und das erstmal zu spüren, wo bin ich denn gerade mit meinem Atem? Und dann zu schauen, komme ich tiefer mit meinem Atem? Wo bin ich denn dann, wenn ich tiefer ein- und ausatme? Wenn es schnell geht, muss es natürlich so erstmal so zu machen. Das ist so. Und dann zu schauen, der Atem, wo es ist, muss man immer gucken, wo ist jemand gerade? Wie weit kann jemand gehen? Also ich bin dann immer so, wo ist es denn im Körper, wo es sich schwer anfühlt, wo es eng ist, wo bin ich mit meiner Körperstruktur auch eben, bin ich schwer. Das ist eben alles, was du spüren kannst, wenn du nur mal einfach gerade den Atem spürst. Und natürlich dann durch das ruhiger werden, bei dir sein, wirst du merken, wie der Atem schon mal tiefer fließt. Ohne das erzwingen zu müssen, ohne jetzt zu sagen, so jetzt muss ich aber tief einatmen, es wusste nicht kommen. Und wenn jemand mit dem Atem hier steckt, einfach durch viele Jahre einfach da steckt, der kann nicht sagen, so und jetzt praktiziere ich Bauchatmung. Also man kann mal reinatmen in den Bauch, aber der wird dann danach wieder hier oben sein. Kurze Zeit später. Es ist einfach so. Und wenn man das erstmal sein lässt und sagt, okay, ich schaue, wie ich Stück für Stück tiefer komme mit dem Atem, löst sich da eben auch etwas, was antrainiert wurde. Wenn der Atem
sehr flach antrainiert ist, muss es einfach, braucht es auch eben, dass er wieder natürlich tiefer fließt. Ja, also das ist kein Freund von irgendwie, ich ändere das jetzt einfach mal schnell und dann ist es gut. Hm. Ja, vor allem bei der Atmung gehört ja auch dazu, dass du mit dem entweder flach atmest. Ich unterrichte auch Freitauchen, Apnoe. Und da unterrichte ich nicht nur, wie man nicht atmet, sondern auch, wie man vorm Tauchgang dann atmet. Und da geht es auch um Bauchatmung. Und es ist einfach so, dass wir zwar als Kinder alle Bauchatmen, weil wir es gar nicht, vor allem als Babys, gar nicht anders können. Wir haben nur zwei Muskeln ausgebildet, das Herz und das Zwerchfell, damit wir Blut durch den ganzen Körper kriegen und das Zwerchfell, damit das wie eine Pumpe uns nahezu beatmet. Mhm. Der Bauch steht raus, weil wir keine Bauchmuskeln haben. Die Rippen sind auch, Muskulatur ist auch noch nicht ausgebildet. Und dann irgendwann fangen wir halt an, flacher zu atmen, sei es, weil wir gestresst sind, sei es, weil wir den Bauch nicht raushängen lassen wollen, weil wir irgendwas Enges anhaben. Wir sitzen vorm Fernseher, wir sitzen im Auto, wir sitzen vorm Computer. Und wenn man mit einem runden Rücken sitzt, dann kann man auch nicht so gut bauchatmen, wie wenn man gerade sitzt. Und das ist bei Kindern ja auch, dass sie immer sehr aufrechte Haltung haben. Mhm. Und das sehe ich dann sehr oft auch bei meinen Schülern. Das geht natürlich nicht von einer Sekunde auf die nächste oder von einem Atemzug auf den nächsten, weil jetzt auch diese Muskeln nicht so trainiert sind einerseits und manchmal auch nicht so gedehnt sind. Vor allem meine Schüler, die viel im Fitnesscenter sind und super Sixpacks haben und so, die können den Bauch überhaupt nicht entspannen, weil die halt die ganze Zeit immer nur Anspannung trainieren und sehr Bauchmuskeln sehr selten dehnen. Ja, genau. Ja. Aber nach und nach wird es dann besser. Ich habe schon gesehen, wie der schönste Sixpack-Mann nach ein paar Wochen, der hat eine Ausbildung gemacht, über ein paar Wochen, dann auch seinen Bauch wieder entspannen konnte. Das, ich finde es aber auch wichtig, ihm die Zeit zu lassen, weil sonst ist es eben, es ist ja ganz schnell, dass man sagt, nee, klappt nicht bei mir und ich mache es nicht. Deswegen, ich empfehle immer, lass dir Zeit dafür. Es hat Zeit gebraucht, sich das irgendwie abzutrainieren, es braucht aber auch Zeit, das irgendwie das zuzulassen, wieder reinzulassen, sich wieder dafür zu öffnen. Das hat ja auch viele Gründe, dass es so passiert ist. Und deswegen lasse ich da Zeit, auch wieder reinzufließen. Aber der Atem ist, wie gesagt, einfach ein wunderbares Werkzeug, was man benutzen kann, um erstmal einfach nur wieder sich selber zu spüren und nicht so überall zu sein. Hm. Vielen Dank. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und es ist so schön, wenn man wieder was entdeckt, das man selbst machen kann, ohne dass man ja irgendwie von außen von irgendwas abhängig ist, dass ich jetzt sage, nein, dafür musst du dir zuerst dieses oder jenes kaufen oder das und das verwenden und so weiter und so fort. Du musst nur atmen und darauf deinen Fokus lenken und mehr nicht. Und es dauert auch gar nicht lang. Sehr schön. Und das ist eben auch das Schöne, wenn man den Atem benutzt mit der Energie, was fühle ich denn gerade eben, kommt man auch raus aus diesem, ja, was viele ja auch machen, ich nenne es jetzt mal Leistungsdruck, dann muss ich mich gleich besser fühlen. Weil dann ist ja schon wieder der Weg von dem weg, was man gerade eben fühlt und in irgendwie Verbesserungsaktivitäten, anstatt bei sich einfach zu sein. Nur mal das zu fühlen, was einfach da ist, ohne es verändern zu müssen, ohne sich anders fühlen zu müssen, ohne irgendwie, keine Ahnung, wieder zu funktionieren oder sonst irgendwas. Nur einfach die Frage, wie fühle ich mich denn gerade? Mhm. Das ist so heilvoll, den Druck auch rauszunehmen. Ich muss mich anders, besser oder sonst irgendwie fühlen. Da hat mal jemand gesagt, könnte es sein, das war nicht der Rüdiger Dahlke. Ich werde nachschauen und es einblenden. Der hat gesagt, Gefühle wollen gefühlt werden. Und das Interessante finde ich daran, dass wenn man was zulässt, dann verliert es seine Kraft. Ja. Indem man sagt, oh, was heißt, wenn ich mich freue und ich fühle die Freude, dann ist die gleich weg. Nein, also keine Sorge. aber ich habe schon sehr oft gemerkt, wenn man über irgendwas ganz angespannt ist oder Zorn hat oder Wut hat und Trauer hat und alle möglichen Gefühlszustände hat, dass wenn man die nicht versucht, krampfhaft zu unterdrücken, dann, und bei Freude stimmt es aber auch, wenn du versuchst, wenn du
zum Beispiel, du sitzt irgendwo mit vielen Leuten und musst lachen und darfst aber nicht lachen, weil man muss leise bleiben. Das wird nur schlimmer. Und genauso ist es mit allen anderen Gefühlen. Solange du versuchst, sie zu unterdrücken, dann werden die versuchen, aus dir rauszukommen, irgendwie in irgendeiner Form. Und ich kenne es von mir selbst. Ich habe ganz viel Stress gehabt und unglückliche Beziehungen und alles Mögliche. Und bei mir sind die dann in Hautausschlägen rausgekommen. Ich habe dann, die Geschichte kennen Leute, die mich länger folgen, eh schon. Ich habe dann 5 Wochen nur Saft getrunken, aber ich habe auch andere Dinge gemacht, mich mit Yoga befasst, die ungesunde Beziehung beendet und vieles in meinem Leben verändert. Und ich habe jetzt halt keine Ausschläge mehr. Und ich glaube, dass das ein Ausdruck meines Körpers war, weil ich meine Gefühle einfach immer noch weggeschoben, unterdrückt habe. Nein, wir funktionieren weiter, weiter, weiter. Ja. Ja. Es ist alles, jedes Gefühl, was wir nicht fühlen wollen oder festhalten wollen. Das ist ja auch, wir sind immer mit den negativen Gefühlen beschäftigt, aber wenn jemand zum Beispiel, wenn jemand Freude festhalten will, es dauert nicht lang, dann ist diese Freude einfach weg, die fühlt sich schwer an. Es ist irgendwie, kommen von außen Einflüsse, wo man sagt, oh nee, das muss doch weg sein, weil ich will hier irgendwie doch mein Spaß haben, ich will doch Freude. Das verliert sich auch. Ich finde, jedes Gefühl, wenn das gefühlt wird, wenn das wirklich gefühlt wird, verändert sich, weil kein Gefühl statisch ist. Auch Freude verändert sich. Manchmal fühlt sich Freude leichter an, manchmal fühlt sich Freude schwerer an. Manchmal ist es irgendwie so, dieses, oh, ich könnte Bäume ausreißen, und manchmal ist es ganz still. Aber ist es Freude, die Freude besser oder schlechter wie die andere Freude? Und jedes Gefühl, was wir entweder festhalten wollen oder nicht fühlen wollen, geht in eine Starre und wird schwer. Wird einfach schwer. Und jedes Gefühl ist stetige Veränderung. Und ich erlebe das ja immer wieder mit Menschen, mit denen ich in die Innenreise gehe oder auch bei mir. Also wenn man in dieses Gefühl eintaucht, dass es schon wieder ganz anders ist, als dass man denkt, dass es ist. Ja, was ich bei mir bemerkt habe, ist, dass wenn man Angst hat, in ein Gefühl hineinzugehen, es nie schlimmer war, als ich es befürchtet habe. Es war immer weniger schlimm. Genau. Oder wenn ich mir gedacht habe, naja, so schön wird schon nicht sein, meistens war es dann schöner. Also für alle, die sich dagegen wehren, irgendwie sich ihren Gefühlen zu stellen oder die zuzulassen, die sind viel weniger arg, als ihr glaubt. Ja, wir können ja auch Gefühle nicht wiederholen. Das kennen wir alle, wenn wir irgendwie was gerade Lustiges erlebt haben, wenn wir das mitnehmen wollen in eine andere Situation und jemand erzählen und wir merken, eigentlich ist es irgendwie... Da musstest du dabei sein, das geht jetzt nicht. Genau. Wir können Gefühle nicht halten, wir können sie nicht festhalten und wir können sie auch nicht vermeiden. Irgendwie, wie du auch sagst, irgendwie finden sie Ausdruck. Und wenn das dann am Ende der Körper dann ausdrückt, das ist ein Gefühl, was er ausdrückt, was nicht in Bewegung gekommen ist. Und dafür sind eben diese Energiewellen da, dass wir da hinschauen, weil wir haben alles so gelernt zu vermeiden, zu fühlen, aus diversen Gründen in unserem Leben. Und wenn es nur das Thema war, es hatte keine Zeit zum Fühlen, dann funktionieren wir einfach so. Und wenn da nicht immer mal wieder so eine Welle käme, wo uns ausbremst, dann... wir uns komplett verlieren. Also deswegen sehe ich sie nicht für negativ, sondern eher so, man sagt, hey, wow, danke, dass ich jetzt wieder Raum habe, das zu fühlen. Ah, das ist eine gute Weise, das zu sehen. Und dann braucht man sich auch nicht mehr zu schützen. Das ist, sage ich vielleicht auch noch kurz mit dem Schützen. Schützen ist etwas, wo du dich selber eng machst. Und wenn du dich selber eng machst, kannst du schon nicht mehr frei agieren. Dann kannst du nicht mal frei handeln, weil du selber dich ausbremst. Wenn du aber sagst, okay, ich bin offen, das beeinflusst mich, das krass, das beeinflusst mich, das fühlt sich gerade irgendwie mal aus dem nicht gut an, aber das nehme ich in mich hinein. Geh einfach mal in mich hinein und fühle, wie es sich bei mir anfühlt. Befreist du das Außen von der Pflicht, dich irgendwie zu stressen,
sondern fühlst es in dir und kannst offen bleiben. Offen handeln zu können, reagieren zu können, agieren zu können. Deswegen, ich bin kein so ein Freund von, ich schütze mich davor, weil das macht dich eng, das zieht dich irgendwie zusammen. Interessant. Das ist ja auch, wenn man sogenannte Energievampire um sich hat, gibt es ja auch Menschen, die man trifft. Und jedes Mal, wenn man dann mit denen auf einen Tee war, ist man dann auch völlig fertig. Dabei war da gar nichts. Das Gespräch war nett und alles war okay, aber trotzdem fühlt man sich danach völlig schlapp. Ja, das ist nicht, dass der andere dir was nimmt, sondern dass du deine Energie immer mehr zurückziehst. Probier das mal aus, wenn du in so einer Situation bist, dass du ganz bewusst deine Energie ausdehnst. Ganz bewusst ausdehnst und weitermachst, dich größer machst. Weil dann darf der andere sich von der Energie bedienen, was er nicht tun wird. Das zieht den anderen nämlich dann wieder zurück. Und du selber bist eigentlich im Schenken. Gut. Schenken deiner Energie. Du gibst deine Energie. Weil Energie ist endlos. Also das hat kein Ende. Du kannst immer wieder, kennst du sicherlich auch von dir, wenn du offen bist, dann bist du viel, viel energievoller, wie wenn du sagst, ich ziehe mich zurück oder dich eng machst oder dann merkst, das hat mich jetzt aber gestresst. Wenn du da in den Momenten dich ausdehnst und in dieser schenkenden Energie bist, kann keiner mehr was nehmen. Im Gegenteil, es generiert noch mehr Energie in dir. Deswegen, da bin ich immer, da arbeite ich auch ganz stark dran, auch mit meinen Videos. Hört auf, euch zu schützen, sondern geht es einfach raus, weil dann kann mir niemand mehr was nehmen. Schön. Vielen, vielen Dank. Das war so wertvoll, zumindest für mich. Wenn es nur einem einzigen Zuseher die Hälfte bringt, dann ist das schon ein Erfolg. Weiß nicht. Das war wunderschön. Du, wie kann man dich denn finden im Internet oder sonst wie? Also ich habe eine Webseite, torderliebe.de, so heißt sie momentan noch. Ich bin gerade dabei, eine neue Webseite zu machen. Aber da bin ich momentan zu finden auf dieser Webseite, die wird auch erstmal so stehen bleiben. Die wird ja dann auch wahrscheinlich weitergeleitet auf den neuen Namen, wenn du einen hast. Genau, weitergeleitet oder wie gesagt, die bleibt auch erstmal noch stehen. Dann bin ich auch auf Facebook, Bewusstleben und YouTube, Bewusstleben. Okay, gut. Ich werde das alles. Moment, heißt es Christine Bertle, aber wie gesagt, das ist noch in Arbeit. Ich werde das alles verlinken und ich hoffe, dass unser Gespräch auch noch anderen Leuten weiterhilft. Das würde mich sehr freuen, Dankeschön. Danke dir.